Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Crusader Kings 2 Teil 12. Am Ende vom letzten Teil hat chinesische Reich Tibet den Krieg erklärt. Und ich möchte ja so ein bisschen mich in der Illusion sonnen, dass ich mit Schuld bin, denn ich habe mich beim Plündern in Tibet erwischen lassen. Und die Tibetaner haben meine halbe Armee vernichtet, aber selber auch 200, 300 verloren. Vielleicht war das gerade so, sind sie damit gerade unter die Schwelle gekommen, dass der chinesische Kaiser gesagt hat, die sind so schwach, die nehme ich mir. Ach, hier sehen wir gerade, hier unten ist die Hauptstadt. Nee, ist sie nicht. Ach da, genau. Ja, bin mal gespannt, ob wie viele Chinesen auffahren. Tibet hat immerhin gut 5000 Mann. So, bevor wir das aber auflösen, wie das ausgeht, noch zwei andere Sachen. Diesen Banner fiel mir hier auf. 5 Epidemien gehen gerade auf der Welt rum. Wer Crusader Kings früher mal gesehen hat, kennt hier nur, dass wenn ein Kreuzzug aktiv ist, hier ein Banner ist. Also ein Kreuzzug der eigenen Religion. Wenn man gleich einen Überblick hat, wer am meisten beigetragen hat und wie gut der Krieg verläuft. Ja, und für Epidemien gibt es aber auch diesen Banner, wenn eine Epidemie über die Weltkarte geht. Und 5 Epidemien, da steht auch, welche das gerade sind. Das sind dann natürlich noch so nicht ganz so bekannte Sachen, halt Tuberkulose und so. Ja, wenn man draufklickt, sieht man gleich, Consumption breitet sich hier aus. War das Tuberkulose? Ja, Tuberkulose. Camp Fever. Also hier ein Tooltip steht meistens, wenn es noch einen gibt. Das ist zum Beispiel Typhus. Juhu. Ich sollte das vielleicht nicht so fröhlich erzählen. Und so weiter. Und hier aber halt die Consumption. Die Tuberkulose hat sich halt so ein bisschen in unsere Richtung ausgebreitet. Hauptsächlich aber in das neu eroberte Gebiet hier. Ach, ich kann auch Armeen übrigens erheben von den Stämmen und feudalen Gebieten. Also ich habe ein bisschen mal vergessen. Das geht halt auf die eine andere Art wie die Horde. Gut. Hätten wir das und mein Blick in die ferne Welt habe ich am Ende vom letzten Teil vernachlässigt. Dabei ist es ganz interessant. Das Frankenreich ist ein bisschen schwächer als früher, weil Burgund sich abgespalten hat. Und wie ist das passiert? Können wir in die Geschichte gucken. Zuletzt hatte ich euch gezeigt, Emperor Charles II. Vom Frankenreich. Und der ist halt am Camp Fever Typhus, was ist im Alter von 44 gestorben, schon im Jahr 821, schon vor 14 Jahren. Da habe ich länger nicht hingeguckt. Und hat sogar den Königstitel von Burgund. Das überrascht mich jetzt, weil wir sehen ja, Burgund ist unabhängig davon. Wer ist denn da der? Hä? Der hat auch einen Königstitel von Burgund? Burgundy? Irgendwie war es falsch angezeigt. Genau, er hat... Achso, er hat auf den falschen... Achso, ich war noch auf Charles II. Genau, und der hatte natürlich die Titel noch. Und, da hat er weiter vererbt an Charles III., ist unter verdächtigen Umständen gestorben. Alter von 21, im Jahr 828. Ja, den haben wir vielleicht noch gesehen. Das ist auch schon 7 Jahre her, dass er gestorben ist. Jemand hat ihn ermordet wohl. Und der hatte Burgund schon verloren. So, zurück. Der jetzige Frankenkaiser Adalgrim. Er hat Westmittelfranken und Sachsen noch, die Kronen. Ist 24 und verteidigt gerade sein Reich gegen einen Angriff des Emir Halil II. Von Sulaimanid-Emirat. Das dürfte einer hier sein, der versucht hier nämlich dieses Gebiet des Frankenreichs zu erobern im Heiligen Krieg. Damit ist der beschäftigt. Und dann hat er diesen Bruder hier, King Tancred von Burgund. Ja, und der hat ein deutlich schwächeres Reich, stark beeinträchtigt, hat zu kämpfen gegen ein Tross aus Skandinavien
und vor allem gegen Erbio, den Trinker. Die wollen nämlich einen Menschen namens Hildewold auf den Thron hieven. Aber was soll der Götz? Gucken wir eben, wer das ist. Es geht so, klickt auf das Königreich von Burgund. Da gucken wir mal auf Claimants. Also wer da einen Anspruch drauf hat. Da sieht man dann, wer noch einen Anspruch auf diese Krone hat. Benedikta, die Königin von Bayern zum Beispiel. Oha, die ist ziemlich gut, aber hat Krebs. Ne? Ich glaube, Brunhild möchte... ich sehe den nicht bei. Dann ist der wahrscheinlich einfach so beliebt bei den Herzögen. Hilde... Ach doch, Hildewold. Ist das der? Kann das sein? Dieser Hildewold hier? Der es gerade mal zu einem Kommandanten von Kärnten gebracht hat. Carinthia ist Kärnten. Ein Bastard auch noch. Ach, er ist ein Bastard? Sein Großvater, ach, es ist ein Enkelsohn. Ein Bastardenkel von Karl dem Großen. Den wollen sie auf den Thron von Burgund hieven. Hat sein eigenes Haus, Begonit. Vater war der Graf von Narbonne. Ah, die Mutter. Die Mutter war eine Karolingerin. Lanzida Karling und, ja. Ach so, und der war nie mit ihr verheiratet. Sie war eigentlich, sie hatte nur einen Ehemann, König Odilo II., der Lahme von Bayern. Dann hat sie ihn wohl. Ist auch ermordet worden. Naja. Ist nicht gerade der Stolz des Hauses Karling. Oh. Hier ist aber auch eine große Revolte am Laufen. Ach ja, das war das Schiitenkalifat hier. Oh. Scheint so, als könne er sich nicht durchsetzen dauerhaft. Gut, hier weiter interessant. Pannonia ist ziemlich groß. Bayern ist noch recht mächtig. Polen. Das ist immer noch dieses Dänemark. Interessant, an Dänemark ist erst 62 der König und sein Erbe, Herno Efnofi, ungarische Kultur, also sein Sohn fühlt sich mehr als Ungar. Vielleicht wird er dann tatsächlich hier den Königstitel von Dänemark nur zu seinem sekundären Königstitel machen. Gut. Okay, das war der Blick nach Europa. Ich lasse die Zeit laufen. Meine Armee erholt sich von meiner Schlappe. Achso, ich lasse sie da gerade rüberlaufen. Genau, ich weiche nämlich der Seuche aus. So war das. Ach hey. Neuigkeiten aus China tatsächlich. Kaiser Bian Lijiu, known for... der expansionistisch war, deswegen auch Tibet angreift, ist gestorben. Und Bian Gaozhu sitzt nun auf dem Drachenthron. Er mag besonders Wohlstand... Er verachtet Christen. Anders als sein Vorgänger mag er die Idee eines offenen China. Oh, wie wirkt sich das denn auf Grace aus? Ah, Grace ist geblieben, ja, gleiche Dynastie. Business as usual then, okay. Open, was heißt das? Offen für Handel, schließt gern Freundschaften. Und in der Zone Einflusssphäre haben sie gern tributpflichtige. Seidenstraße ist offen. Okay, das ist... Das ist stabil. Ist der Krieg damit beendet? Das wäre eigentlich unlogisch. Wer wird es bei ihm nur nicht angezeigt? Nee, nee. Genau. Die werden wir von China angegriffen. 6700 haben sie. Ja, schade. Müsste man wissen, wo sie gerade kämpfen. Also wenn man uns auf Krampf zugucken will... Mal gucken, führt er. Er versteckt sich um Lhasa. Steht im Tooltip. Und man könnte hier auf seinen Hof gucken, seine Marschall, seine Kommandanten, wo die sich gerade rumtreiben. Das dürfte die Armee sein. Hier haben wir zum Beispiel Commander Song.
Ach, der ist noch. Führt Truppen in Kargalik an. Ach. Weit sind die noch nicht gekommen. Kargalik da unten. Da könnte ich jetzt einen meiner Ratsmitglieder draufsetzen, was zu machen. Und dann wird die Karte da aufgedeckt. Naja. Ah, mein Sohn Usur. Nochmal 5% mehr Soldaten. Das ist immer noch lachhaft klein, seine Söldnertruppe. Aber er hat schon so viel Prestige und Fähigkeiten. In Diplomatie bin ich noch besser. Aber eigentlich, mein Erbe ist besser als ich. Also, der ist 55. Wird allmählich mal Zeit abzutreten, finde ich, für unseren Kagan Shukre, den Grausamen. So, übrigens hier Kartenmodi, gibt es halt auch Epidemien, einen extra Knopf. Kann man ein bisschen drauf achten, ob sich hier diese Epidemie ausbreitet. Und nochmal 5% mehr. Ja, aber sie sind immer noch 20. Entschuldigung, das ist... Für 6 Goldstücke kann man anheuern. Ich glaube, Songul steht vielleicht auf mich. Die ist ja immer schon eine Bastard. Bastard geboren. Vater unbekannt. Mutter war Akgul. Brauche ich noch ein Kind? Also meine Töchter hatten ja nicht so viel Glück beim letzten Mal. Immerhin keine mehr im Kerker. Ja, eine ist dabei, aber... Einer hat es ja ganz böse erwischt. Die anderen sind alle wieder in Freiheit. 5 Söhne. Auch andererseits. Ach, ich kann mir eine jüngere... Nee. Was? Ich verliere Piety, wenn ich sage, das ist nicht angemessen. Ich dachte immer, die Religiösen mögen das nicht, wenn man fremd geht. Naja, also wenn die Kirche, manichianische Kirche, der manichianische Glauben das befiehlt, dann mache ich es natürlich. Ja. Kann ja nicht meine Götter enttäuschen. Oder meinen Gott. Was? Oh, das klappt sonst immer. Jetzt Lady Songul schrie und machte eine Szene vor meinen Wachen. Frauen. Sie hat mich gedemütigt. Ich mag sie jetzt weniger. Ach. Wieso ist die überhaupt von einem eigenen Adelsgeschlecht? Kirgisid, ihre Mutter war niedrig geboren. Ach so. Die Mutter war aber verheiratet mit Khan Ituk, dem Weisen von Akun, das, oh, den ich von fern habe tottrampeln lassen. Also nicht mit dem Charakter, aber... Ah, ist wieder ein einzelner Charakter zu unserem Glauben bekehrt worden. Mühsam nährt sich das Eichhörnchen. So. Wer ist das? Der Kagan von Karadaku? Ist der... Das ist ein katholischer Kagan. Okay. Will eine meiner Enkeltöchter heiraten. Also erstmal Betroth vermählen. Gut, dann ist 40, wenn sie 16 wird und heiraten darf. Oh, der kann ja gar nichts. Der hat auch nichts. Da habe ich jetzt doch meine Zweifel. Ja, das ist die älteste Tochter meines Erstgeborenen, das lehnen wir ab. Kutan Yaklaka, Enkelsohn 12 geworden. Talent in Learning, das können aber auch Frauen machen. Und dann nehme ich lieber Stewardship, dafür hat er auch ein bisschen die Veranlagung. Ups. Achso, und ich war... Das ist meine Hauptstadt... Ja, achso, uns fehlt Technik. Popular Customs könnte ich steuern. Wer ist das? Der König von Kabulistan. Oh, ein Glaubensgenosse. Ah. Oh, guter Verbündeter. Und wenn wir, er hat die gleiche Enkeltochter.
Ja, du immer 2550 Mann. Er hat gerade Husten und Müdigkeit, ja. Und ist dumm. Steht eine hohe Chance, wenn ich, dass ich Ja sage und es nie dazu kommt, aber das schadet dann ja auch nichts. Wir sind sogar Nachbarn jetzt. Interessant. Und das, wie hat er sich so weit ausgebreitet? So eine Vasallen? Nee, sind auch mal nicht hernisch. Das ist eigentlich mit meinen Konkubinen. Ach, ich glaube, die schicke ich mal in Rente hier, die drei Sengemo. Ein Kind hat sie mir nur, einen Sohn geschenkt. Aber der ist stark, hat das stark von ihr geerbt, ne, immerhin. So, der ist schon 26 noch nicht verheiratet und hat stark. Also ich glaube, da müssen wir mal eine Frau suchen. Vielleicht mit, auch mit guten Eigenschaften. Oh, hier hat eine Enkeltochter, Quick. Das ist eine Elfjährige, ein elfjähriges Genie. Ah, guck mal, das ist hier eine 17-Jährige. Ach, die haben sich gerade wegen einer Seuche verkrochen, aber... Jain, also mehr aus dem indischen Raum. Okay, das ist für Gene. Beide stark. Ich hoffe, das vererben sie weiter. Jetzt gucke ich mal, was mit meinen anderen Kindern. Der hat... Oh, Tolun Yaklaka schon 33. Hm. Ja, das habe ich verpennt diesmal. Meine Söhne verraten, um die Dynastie auszuhalten. Ach, die ist schon 37, hat Quick. Hm, 37. Mache ich das? Midas Touch, Fruchtbarkeit plus 15%. Ja, das könnte ja noch reichen. Hat dann Posten? Nö, das ist immer im Hof, da hat auch Zeit. So, der ist auch schon 31, wie die Zeit vergeht. Kinder, Kinder. Der kann dann freilich auch noch ein bisschen warten, hat lastvoll. Hier ist eine 13-Jährige mit Quick. So. Wird das erledigt? Er hat selbst geheiratet. Checken wir mal noch, was die Töchter vergeben sind. Oh, die waren begehrt. Ja, ich komme aber leicht mit der Reihenfolge durcheinander. Oh, das ist gefährlich mit Geschwistern, weil die... Naja, Halbgeschwister sind sie ja zumindest alle. Ne, die haben wir alle unter die Haube gebracht. Ist, ich glaube, ich kriege keine extra Warnung, falls hier die Epidemie mein Hauptgebiet erreicht. Gut.
Gut, die neuen Ehefrauen kommen am Hof an. Oh, meine Konkubine Sengemo hat dann auch ihr Leben ausgehaucht. Kaum, dass sie nicht mehr gefragt war. Das war nicht, weil sie sich überflüssig fühlte. Guck ich mal nochmal, ist da für mich eine Konkubine? Na, ist glaube ich besser als die Söhne, die jetzt gekriegt haben. Also dieses Fuchssymbol Shrewd auf Englisch, bin ich sicher, wie man es auf Deutsch am besten übersetzt, gerissen vielleicht. Das ist antrainiert. Gibt einen Bonus auf die ganzen Attribute. Aber den grünen Kreis, die Zeichen Quick und Genie und Strong, Attractive, also da gibt es so ein paar Eigenschaften. Die werden vererbt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Und es gibt auch negative Eigenschaften, die vererbt werden können, wie ein Klumpfuß oder so, den wird man nicht mehr los. So. Also Klumpfuß, bucklig, Zwergwüchsigkeit kann man vererben. Die versuchen eine Dynastie von Zwergen zu züchten. Aber das habe ich mal angedacht, aber nie durchgezogen. Am Anfang gibt es zu wenig Zwerge. Hofkaplan. Bauch der Hunter. Ja, spricht ja eigentlich. Gibt keinen politischen Grund, jemanden zu nehmen. Gott, lauter Glory Hounds im Rat. Die stimmen auch mal einem hoffnungslosen Krieg zu, wenn es denn mehr Ruhm zu ernten gibt. Ach so. Da kann er immer weiter bekehren. Hier wollte ich eigentlich auch noch. Sechs Epidemien jetzt. Nochmal 5% mehr Männer für meinen Söldnersohn. Tibet hat noch 3370 Mann. Oh, China hat Warscore 71% für die Chinesen. Nein, mein Söldnersohn ist lastvoll bekommen. Eskapaden in seiner Söldnerzeit. Oh, zwei Töchter hat er schon. China 8580 Mann hier zur Verfügung auf der Karte. Event spawned. Ah, da weit deutlich über 5000. Also wenn sie da Krieg erklären, kriegen sie halt auch nochmal von außerhalb der Karte eine größere Armee. Plünderer. Aber die mag ich nicht angreifen, weil das hier wieder Supply ist so niedrig. Da falle ich nicht wieder rein. Ach nee, es ist ja mein Gebiet jetzt. Was geben wir das ja? Können wir nicht alles bieten lassen. Da muss ich auch mal Risiken eingehen. Ich kann noch einen Herzogstitel generieren. Fällt mir da auf. Das mache ich auch mal fürs Prestige. Genau, zwei Herzogstitel darf man genau danach, muss man welche abgeben, weil es sonst massive Meinungsabzüge gibt bei den Vasallen. Ist ein bisschen... Ach, der weiße Bär. Also wenn ich will, dass er geht, könnte ich vielleicht den Fokus hier mal ändern. Jagd gibt halt einen Gesundheitsbonus, das hält ihn auch lange am Leben. Gut, die Armee ist auch schon wieder voll. Manpower muss. Hat auch schon mal wieder Maximalstärke. Wer soll heiraten? Beides nicht mein Haus, ja. Steht mir gar nicht zu verbieten, könnte man meinen. So, wer ist eigentlich Günadin? Ein kirgisischer Khan.
ziemlich mächtig. Der hat ja mehr als ich. Ja, ein Verteidigungspakt gegen Tekla Isaurus. Nee, das ist wohl eine Herzogin im Byzantinischen Reich. Und der Verteidigungspakt gegen diese Fünfjährige ist zusammengebrochen. Das ist noch irgendwie ein Fehler im Spiel, dass man noch solche Pakte, die ja nichts angehen, über die auf den Laufenden gehalten wird. Nichts gefunden. Ich krieg gestresst von meinem vergeblichen Jagd nach dem weißen Bären. Diesmal nichts Angenehmes. Oh, hier kommt es wirklich zur Schlacht. Oh, ich habe nicht mal drauf geachtet, vernünftige Kommandanten zu haben. Oh, das ist ein knapper Sieg. Und das kann nicht angehen, dass meine Armee nicht automatisch hier mächtige Kommandanten hat. Ich könnte nach China. Oh, das Volk von Tibet wusste wahrscheinlich nie, warum der Kaiser beschlossen hat, Sengoku-gai Song Dezen anzugreifen. Aber sie haben verloren. Und mit dem Drachen ist nicht zu spielen. Achso, sie haben auch nicht alles erobert. Oder ist er jetzt ein Vasall? Ja, dann haben sie wahrscheinlich hier nur ein bisschen Gebiet genommen. Also doch nicht ganz so krass. Der bei mir plündern darf, irritiert mich aber auch. Boah, jetzt hat er 4000 auf einmal. 1500 durch ein Ereignis auch noch. Aha. Beklug. Vom Clan Usur möchte fremde Länder raiden mit seiner eigenen Armee. Ja, viel Spaß. Er ist auch verrückt. Hier steht's Lunatic. Aber ich könnte mit ihm verhandeln, dass er es nicht bei mir macht. Hm. Ah. Mehr Ruf beim Yugur-Clan. Oh, mein Son Borch oder Borg? Weiß ich wie. Es hat da Grippe. Mal gucken, wie gut unser jetziger Hofarzt ist. Wer war das überhaupt? Ich glaube, den haben wir so mal mehr gefunden. Ja, ich glaube, den haben wir durch ein Ereignis gekriegt. Ja, mein Vasall Khan Idla von Beshbalik möchte. Das ist sein Cousin. Ach, mit einer von meinem Hof verheiraten. Ja, das. Dem können wir mal zustimmen. Noch ein, okay. Ich glaube, ich mache das jetzt wirklich eigentlich meinen Fokus hier. Von Jagd. Ich versuche mal ein bisschen. Können wir versuchen, etwas Gold zu scheffeln für meinen Nachfolger. Wahrscheinlich wird der jetzt 80 Jahre alt oder so.
Ich könnte mit Begluck fandeln, der hier mit seinem riesigen Tross langzieht. Wie man ganz deutlich an dem Sprite sieht. Huch, gegen wen? Die Jugos und die Beshbaliks führen Krieg gegeneinander, meine Clans? Ach, die haben sich gegenseitig geplündert. Oh. Super, Jungs. Was mich aber wundert, hier der Kagan von Kirgisien hat selber nur eine kleine Armee. Und die schrumpft gerade, der verliert gerade irgendwo eine Schlacht oder kämpft gerade in einer zumindest. Und die Clans unter ihm sind viel mächtiger. Ich schätze, da wird es einen Wechsel geben. Huch, eine Feuerwerksgilde wurde von unserem Meisteringenieur gebaut, in Kangai. Ah, man muss also doch nicht ständig umziehen, der baut das auch in unseren anderen Provinzen mal was weiter. Feuerwerksgilde, oh, Levy Size plus 10%, also größeres. 10% mehr Truppen, 25% Garnisonsgröße mehr und Militärtechnikpunkte werden da jetzt erzeugt. Die cleveren Kunsthandwerksmeister der Feuerwerksgilde erschaffen Substanzen, die sowohl Adlige erfreut als bei extravaganten Festen und Angst in die Herzen jagt von den Feinden des Lehnsherrn. Oder so. Usur hat noch mehr. Nein, er hat sein Reichtum vergeudet, indem er mit seinen Männern gefeiert hat. Ist auf Spirits Geister, aber ich glaube in dem Fall meint er, dass er den Alkohol und Frauen vergeudet hat. Eine gute Familientradition, ne? 25 Gold hat er vergeudet und 10 Prestige gewonnen. 37 Goldstücke hat er. Na, fahren wir ein bisschen. Ist der weggeschippte Sohn, macht 63 Mann hat er inzwischen. Ah, eine Vermählung ist bereit, ist genau, das war dieses junge Genie. Ah, sie ist auch lastvoll. Er auch. Ist auch noch kräftig. Gute Gene in unsere, in unser Haus. Und sie kommt an unseren Hof und, na gut, ist jetzt nichts überragend, aber obwohl Learning 13... Ja, ist sie so gut wie Borg, der Hunter, der es gerade macht. Und der ist 55, wird es auch nicht mehr ewig machen. Was? Mein 12-jähriger Enkelsohn ist ins chinesische Reich ausgewandert und zum Eunuchen gemacht worden. Wer hat das denn entschieden? Achso, sein Vater ist Aiduk Du der Fette, der ist mit meiner Tochter Gunis verheiratet. Dann hat er das entschieden und ist ein Captain seiner eigenen Söldnertruppe der türkischen, Aidugus türkische Bande. Oh Gott. Moment, jetzt hat er den Sohn zu Chinesen geschickt und sein anderer Sohn wird von dem Khan von Günaydin im Kerker gehalten. Also da wäre ich aber vorsichtiger mit meinen Erben. Vielleicht wollte er nicht mehr durchfüttern. Ach, wir kriegen hier keinen automatischen Grace mehr, weil der nicht so auf nicht auf Manichianer besonders steht, sondern auf Reichtum. Schade. Aber ich könnte Prestige opfern, den für einen Kniefall machen. Ich habe ganz viel Prestige mit dem Charakter. Kann mit dem nichts mehr anfangen. Ja, wir verbeugen uns vor ihn. Oh, dazu muss ich ihn besuchen. Die Reise, um den Kaiser des Han im Reiches zu besuchen und meine Unterwürfigkeit zu zeigen, wird Monate, wenn nicht sogar Jahre dauern. Ich verabschiede mich an meinen Nahen und Lieben und bereite die Karawane für meine Abreise vor. Lass uns losreisen. Ich krieg diese... Und Kotau heißt das? Kotau? Ich reise gerade nach China. Mein Reichtum
Oh, schwindet monatlich. Naja, wir haben genug Gold. 0,2 im Monat. Gesundheit minus 0,5. Mein Regent ist mein Neffe. Er ist auch Shukre. Shukre Yaglaka. Ja, nicht der Dümmste. Aber er ist gerade deprimiert und leidet unter Müdigkeit, weil er wohl krank ist. Können wir trotzdem auch noch verheiraten, obwohl er ist homosexuell. Das bedeutet im Spiel minus 15% Fruchtbarkeit. Ja, ist alles ein bisschen auf Krampf, dann wenn er wirklich Kinder zeugt. Und er möchte auch verheiratet werden, okay. Attraction Opinion plus 30. Weiß nicht, ob das nur welche gilt, für Männer gilt, die erst auch das gleiche Attribut haben. Also, wenn man will, unbedingt, dass er Kinderchen in die Welt setzt, soll man darauf achten, dass die Frau das ausgleicht, also dass sie entsprechend lüstern ist. Der plus 10% Fruchtbarkeit als graue Eminenz hat Quick und dann nochmal Shrew zusätzlich. Also Quick ist halt die natürliche schnelles Auffassungsvermögen und dann noch gerissen und fleißig und bescheiden. 29 die Attribute, wow, 21, 15, 11, 12. Die will ich einfach an meinem Hof haben. Ganz egal, ob das mit Kindern klappt. So. Ah, es gibt immer Dinge, die erledigt werden müssen, wenn man eine Burg erweitern und ausbauen möchte. Mit der richtigen Planung und fleißigen Arbeit kann ich meine Arbeit effizient machen. Also wahrscheinlich plant er, während er auf seiner Reise nach China ist, aus Langeweile, wie er seine Zeltburg ausbauen will. Kosten reduzieren. Baukosten wird verringert oder es geht schneller, aber momentan dürfen wir eh kaum was bauen, deswegen Bauzeit spielt keine Rolle. Wenn wir nochmal über Technik was freischalten, soll es halt billiger sein. Gut, die sind uns zum Hof angekommen. Shindaika Warakit, das ist die erwähnte Frau von eben. Suomenusko, glaube ich. Ich habe es immer falsch gesagt, das Wort. Suomenusko. Scheiße, es ist immer noch falsch, aber wenigstens so, wie man schreibt. Vermählte können heiraten. Welche Hochzeit war das? Ach, meine Enkeltochter. Genau, dieser König von Kabulistan. Sehr schön. Ob ich mit ihm ein Bündnis eingehen sollte? Auch fast 5000 Mann. Wir sind also von der reinen Truppenstärke ähnlich stark. Und wenn ich hier in der Gegend weiter Samarkand zum Beispiel angreifen möchte, würde er darauf eingehen. Ja, machen wir doch. Gut, der wird die Hilfe auch zu schätzen müssen. Der ist auch nicht gerade in der ungefährlichen Gegend. Ist mein Spionagemeister eigentlich noch im Technik sammeln? Ja, ist er. Mist. Ja, eine Abbasid-Revolte am Haus. Verweigern würde 2038 Prestigepunkte kosten. Oh, der hat einigen Ärger. Dafür brechen wir unsere Allianz mit Shahzada Ashoka von Kaschmir. Ich hätte gucken sollen, wie viele Kriege er gerade führt. Aber es ist auch mein Interesse, dass er uns da stark bleibt. Ist immer gut, wenn der eigene Glauben die Mehrheit stellt. Mit dem, das ist mein Schwiegersohn. Dann verstärke ich ihm noch meine Armee. Da muss man ein bisschen schneller laufen lassen hier. Gut, bis wir zur Hilfe kommen, vergeht wahrscheinlich ein Jahr. Mein Kowtow to China. Ah, Fellow Travelers. Andere Reisende. Ruft ein Militärmann aus, der neben einer Gruppe von Soldaten aus den Bäumen austritt, die unser Camp
stehen da drum rum. Ich bin Captain Rui, wir sind hier, um den Lord nach Chang'an zu eskortieren. Okay. Er gestikuliert, dass seine Truppen für den Abend meinen Karawane beitreten sollen. Oh, ich muss ihm etwas zahlen, weil das ist eine Söldnertruppe, der sich aufdringt, um Geld zu verdienen. Gibt mir auch mehr Schutz. Können ihn aber auch wegschicken. Ach, ich nehme die mal. Ganz so scharf drauf, dass er stirbt, bin ich ja auch nicht. Ich sehe immer noch fleißig. Und bekehren immer einzelne Charaktere. Aber nicht den Häuptling. Bisher. Ja, schon wieder Pfanne mit Beguk, der vorhin mit 750 Mann von dannen gezogen ist, aber anscheinend immer wieder auf meinem Gebiet auftaucht. Ich sehe ihn aber nicht. So. Die Karawane wird von einer glattgesichtigen Handfrau. Sie nähert sich uns. Die sagt, sie ist eine bekannte Händlerin. Dem sie meine Aufmerksamkeit hat, zeigt sie mir ihr Pferd, wo sie etwas an dem Sattel gebunden hat. Name Sanyang, my good lord. Das ist Sanyang und sie hat da eine Errungenschaft, ob die mich interessiert. Eine Handkalligrafie. Kommt mein Schatz. Kostet 150 Gold. Ah. Och. Ich weiß gar nicht, wohin mit meinem Gold. Ich kann ja nicht ausbauen. Gucken wir uns die mal an. Handkalligrafie. Qualität 2. Okay, mittlere Stufe. 0,35 Prestigepunkte pro Monat. Stadtvasallen haben eine höhere Meinung von uns. Plus 2, immerhin. Nett. Ziemlich viel chinesisches Zeug hier. Vielleicht verschenken wir irgendwann was weiter nach Westen, sodass das auch langsam nach Europa kommt. So. Ja. Ist eigentlich ziemlich leicht, wenn man in der Gegend ist, die ganzen chinesischen Artefakte zu kriegen. Oh nein, also Menusco-Revolte. In Narin. Ja. Sollen unsere Verbündeten handhaben. Sagen ja, also ich gehe jetzt sogar davon aus, dass ich mich nicht weiter drum kümmern muss. Haha, Fortschritt in Schiffsbau in Mustau. Haha, sehr witzig. Insgesamt sind einiges auf 80% gegangen. Ich habe da nur 10 Punkte. Ah, schwere Infanterie brauchen nicht mehr viel. Also einerseits die Punkte, die wir haben, andererseits sinken die Voraussetzungen zum Steigern auch immer mehr, wenn Nachbarn das schon haben und so weiter. Ah, Uso hat wieder ein paar mehr Söldner gefunden. Ah, unsere Gesellschaft ist endlich in den zentralen Landen des Han-Reiches angekommen. Das Reich der Mitte in all seiner Großartigkeit oder Magnificence liegt vor uns. Und man kann so viel da herausfinden, erfahren. Lass uns gehen, bevor ich noch vergesse, warum wir hier sind. Zum himmlischen Palast. Ah, hier verlieren wir so viel. Ich mach mal schnell belagern. Oh, cool. Endlich mal wieder. Deine Horde schwärmt in die Festung von Darut Korgon, als die Mauern zerbröckeln und fallen. Sie wollen plündern, aber sie werden es nicht tun, sage ich, als Kagan ihnen die Erlaubnis dazu gebe. Ah, da können wir nicht mal Technik kriegen, denn das Blöde ist natürlich, dass es ein verbündetes Gebiet, das nur besetzt war. Bring back the spoils. Wir kriegen 5 Technikpunkte. Ja, und der
10 Gold. Darok Kogon verliert Militia Training Ground. Aber unser Verbündeter ist auch recht sauer. Für wie lange? Für 3 Jahre. Anything you see is yours for the taking. Achso, dann krieg ich 50 Prestige. Ich will die Technikpunkte. Ja, von wegen. Jetzt bin ich wieder in meinem schönen Park. Na so, nee, in China immer noch. Ich dachte schon, das ist vom Stewardship, dass ich meinen Garten verbessere. Ich bin auf einem Spaziergang in einem hübschen Park im Reich der... Ist das eigentlich Reich der Mitte? Middle Kingdom. Naja, auf jeden Fall sehe ich eine Gruppe von Leuten, die konzentriert sind, um ein quadratisches Brett mit kreisförmigen Spielsteinen in Schwarz und Weiß. Okay, how do you play this game? Ich könnte Gold gewinnen oder verlieren. Ich könnte auch einfach den Park genießen. Da könnte ich geduldig und bescheiden will. Aber ich will das Spiel spielen. Ja, toll, er sagt mir jetzt gar nicht, ob ich gewonnen oder verloren, hätte ich auf meinen Goldstand achten müssen. Der Kaiser findet es gut, wenn ich das spiele. Nö, ich habe keinen Grace gekriegt. Ah, so, jetzt können wir Kabulistan hier aber mal helfen. Oh, der Aufstand da. Ah, Uso hat wieder Geld verschleudert für Party. Na gut, hier laufen auch schon so viel rum, da wird diese Rebellion auch bald kein Thema mehr sein. Oh, der Jugor... der mochte mich so gern. Ist im Great Pox gestorben. Khan Menglik ist jetzt... 64 ist er. Mag uns, obwohl er keinen Posten hat, dann muss ich da nicht extra einen freischaufeln. Einen Beraterposten könnte aber kriegen. Und bei dem Oberhäuptling hier habe ich aufgegeben. Minus 100. Ja, nehme ich ihn als Berater. Ein bisschen diskriminieren wir da. Der hohe Priester startete die Zeremonie, als ich gerade in den Taoistentempel gekommen bin. Die Jünger begann zu meditieren und sich in Harmonie mit dem Kosmos zu bringen. Das kann ich aus der Ferne beobachten und kriege dann Sympathie für die östlichen Religionen. Ich könnte teilnehmen und kriege zufrieden. Der Kaiser mag das vielleicht von Kaiser von China. Und ich habe eine kleine Chance, einen Learning-Punkt zu kriegen, aber bringt auch nichts. Gucken wir es aus der Entfernung an, glaube ich. Ja. So, jetzt haben wir Kabulistan aber auch mal geholfen hier. Und können hier wieder, vielleicht machen wir wieder was kaputt. Das ist noch eine kleine feindliche Armee. Kriegen wir die? Ja, die kriegen wir. Ach, wir kriegen nur die 50, Mann. Das war jetzt natürlich unfair. Muss ich mir um diese Rebellion im Norden etwas sorgen? Mal hingucken. So, der Chief Minister, Oberminister, was auch immer, öffnet die Tür zum Thronraum. Nickt mir zu, beizutreten, nachdem ich mich tief verbeugt habe, als Zeichen der Unterwürfigkeit zum Kaiser. Berührt er meine Stirn. Ich bin geehrt. 100 Grace, verliert 250 Prestige. Und bin wieder zu Hause. Rückreise geht dann so schnell. Na, dann will ich noch... Ah, ich kann einen Friedenshandel verlangen. Mindestens 50, für 50 Jahre oder wenn diese Dynastie gestürzt wird. Für 250 Grace. Aber wir sind nicht expansionistisch drauf gerade, sondern offen. Also ist das nicht so dringend. Nehme ich noch ein Artefakt. Zeremonielle Roben. Könnte fast man, die hätte ich gleich mitgebracht.
Ah, die kann ich sogar gleich über meine Rüstung tragen. Qualität 3, wieder ein sehr gutes. Diplomatie plus 1. Monatlich 0,5 Prestige. Sehr schön. Cool. Okay, hier der Krieg müsste gleich zu Ende gehen. Der ist auf 100%. Oh, 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 sehr schön. Hier haben wir genügend Technik. Verbesserte Burgen, das schaltet einiges frei, was wir bauen können. Nee, doch nicht. Okay, hier ist ein Krieg zu Ende. Noch mehr Aufständische. So, lass mal eben gucken, warum. Habe ich das Falsche gesteigert eben? Improve Keeps. Achso, ich brauche Castle Infrastructure und habe die Keeps verstärkt. Für Befestigung. Ach. Doof, doof, doof. Naja, gut, aber jetzt ist nur eine Frage der Zeit, bis. Nein, das war doof. Was ist denn hier mit dem Aufstand? Kriegen die, glaube ich, einfach nicht zu fassen. Ich glaube, ich muss da doch selber gleich hochlatschen. Ah, er hat Technikpunkte besorgt. Ah, Militärbereich, endlich. Ja, Infanterie interessiert uns nicht. Kavallerie haben wir schon. Militärorganisation ist immer gut. Es gibt eine höhere Moral der Armee und höheres Supply Limit. Na, höhere Retinue. Ich weiß nicht, ob unsere Horde als Retinue zählt. Sie benutzt die Mechanik, aber. Halt, wieso führt das keiner mehr an? Was? Der Status quo in China ist vorbei? Öffentliche Aufstände in Nanjing? Haben wir hier. Ist das wieder Status Unruhe, genau. Tja, wieder weniger Gold über die Seidenstraße. Oh, die haben wir überrannt mit Kavallerie. Ja. Oh, mein Astabat Shukra, mein Neffe, der Regent gespielt hat, ist gestorben. Mein Sohn. Ja, zwei Söhne könnten das machen. Beide können das. Nur ja, den Älteren. Zeit für Feierabend, oder? Ach, ich hab grad. Bin hier gerade so mitten dabei. Die haben wir vertrieben. Können die Belagerung brechen. Aber ich würde auch gerne wieder in den Norden ziehen. Anscheinend muss ich mich ja selber um den Aufstand da kümmern. Aber schön, wenn sich unsere Untergebenen mal so ein bisschen verheizen lassen. Es schwächt wenigstens unsere Tributnehmer. Also vielleicht kommen wir wieder nach Kabulistan, wenn wir zu Hause aufgeräumt haben. Ach, jetzt haben sie ihn doch erledigt. Ja. Na gut, dann können wir hier weitermachen. Gut, aber ich muss jetzt auch mal den Teil beenden, denn wurde als Kritik gesagt, meine Episoden wären zu lang dabei. YouTube merkt sich eigentlich gar einen Fortschritt, aber na schön, will ja nicht diskutiere ich mal nicht drüber. Nee, ich verstehe schon, aber andererseits bei diesem Spiel dauert eine Kampagne irgendwie über 100 Stunden. So, ja gut, ich könnte es. Müssten wir schneiden mit Ansage. Ah, Burgund. Oh. Die Revolte in Burgund ist immer noch am Laufen. Ist das noch die gleiche? Das ist die zweite burgundische Revolte für Hildewolds Claim. Ach, das ist schon wieder ein. Das ist der zweite Aufstand für genau das gleiche Ziel. Ist der erste dann wohl.
So ein anderer, der ihn anführt, glaube ich. Oder ja, Erbio, 17 Jahre alt. Ja, das ist jetzt ein anderer Anführer. Ach so. Ja, Erbio ist nämlich der Sohn von Herzog Erbio dem Zweiten, dem Trinker. Ah, der ist im Kerker gestorben vom König von Burgund. Jetzt versucht der Sohn das Gleiche. Okay. Schöne Geschichte. Frankenreich. Waffenstillstand mit dem König der Lombardei. Das hier haben sie wohl erfolgreich verteidigt. Wow. 17.200. Mann kann er aufbieten, wenn er möchte. Aber sein Fokus im Leben ist die Verführung von Frauen. Oder warte mal, Frau. Ja, steht nichts Gegenteiliges. Ah, er hat Krebs. Mit 30. Dabei quick. Eigentlich ein. Ach, das ist auch nicht mehr der gleiche. Doch, Adelgrim. Vorragende Attribute. Hat Herpes. Von dem Verführungsfokus. Hat 4 Töchter nur. Ah, da hat er ja Pech gehabt, weil hier mit erst lüstern. Midas Touch nochmal plus 15% Fruchtbarkeit, aber jetzt hat er Krebs. Einmal erfolgreich behandelt, da wird er noch eine Weile durchhalten, aber minus 1 auf die Gesundheit muss er schon mal hinnehmen. Kaiserin Enora ist schon wieder schwanger, vielleicht kriegt er noch einen Sohn. Jetzt ist sein Erbe der König von Burgund. Der König von Burgund, Ostfranken und Aquitanien. Oh, da wird das Reich wieder vereinigt. Nur was ist, wenn er jetzt noch einen Sohn geboren wird? So, die Königstitel. Ah, die gehen nicht alle an den gleichen hier. Mittelfranken geht... Ja, man kann hier, wenn man auf die Wappen geht, nämlich sehen, die Erbreihenfolge. Das ist Kaiserreich geht an Tankred Karling, Platz 2 auch. Das muss noch einen zweiten von dem Namen geben. Aber hier ein Königstitel geht an seinen jüngsten Bruder. Aber gut, der wäre dann unter dem Kaiser. Es zersplittert sich ein bisschen. Ist die Frage, ob die unter der Kaiserkrone bleiben. Okay. Sonst Cornwall hält hier viel. Ist aber weit weg vom Verein. Schweden zum Beispiel, was mit Dänemark? Fast es ja. Jeno Erno der Zweite, das war nicht der, den ich geguckt hatte. Ah doch, ich glaube, er ist es. Der ist Tengri. Dänemark ist Tengri jetzt. Und er hat nicht mehr den Königstitel von Orsha, nur noch einen Häuptling von Orsha. Okay. Haben sie die Krone irgendwie verloren? Auch interessant. Nee, ist immer noch seins hier. Sjelland, das hält er nun nicht selber, da ist ein anderer Oberhäuptling. Knut der Frosch von Sjelland. Oh, Bulgarien hat sich hier quasi einen Großteil von allen Jugoslawien genommen. Khan Malamir von Bulgarien, auch Tengri. Er herrscht eigentlich in Byzanz. Basileus Megistus, das Monster. er hat Mitglieder seiner erweiterten Familie erschlagen. Dafür ist er bekannt. Da kommt wohl der Beiname her. Ja, ist aber Siedreich ist stabil. Ach ja, und hier war das... kein Schiitenkalifat mehr. Na, hier glauben noch ein paar Leute an. Gibt es noch ein paar Schiiten im Volk, aber. Ach doch, hier ist noch. Hier ist es auch Staatsreligion. Ja, aber ist jetzt. Der ist auch Vasall eines Sunni-Muslims, okay.
Gut, das war der Rundblick diesmal etwas ausführlicher, weil ich ihn letztes Mal vergessen habe. Wünsche euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.